So, da sind wir dabei. El Shaddai, Ascension of the Metatron. Weiter geht's. Wir schweben neben der Stufe. Wunderbar, das ist schon mal ein guter Anfang. Wir sind immer noch in Arrakiels Reich und ja, Kurushi Final meets Tetris, wie auch schon der Titel der Holy fucking shit. Okay, wir sind in einem Bereich, wo die Story ein bisschen weitergeht im Hintergrund. Und wir sterben. An einem Feuerball, das ist auch mal. Unique way to die. Öfter mal was Neues. Okay, da hinten geht's Slavity Slap Slap vor sich. Oh ja. Käsebällchen. Fliegende Käsebällchen. Die sind noch viel leckerer. Holy shit. Also es ist dann... Kämpfen die mit Lichtschwertern? Nein, ist der Arch, okay, der so klingt. Es ist dann, oh Gott, wie hieß sie? Nana? Nana, glaube ich. Das Mädel, das jetzt groß ist, das so ewig auf uns gewartet hat. Battelt sich gerade mit, wie heißt dieser weibliche Watcher nochmal? Oh mein Gott, diese ganzen Namen, ich bin verwirrt. Wir werden früh genug rausfinden, was vor sich geht, hoffe ich doch. So arg lang darf diese Levels auch nicht mehr sein, weil es wird langsam öde, Treppen rauf zu laufen. Ach, dankeschön. Wie wenn sie auf mich gehört hätten, ja? Es ist halt dann doch nett, das Wort Gott in seinem Namen zu haben. Oh, geil wäre es jetzt gewesen, das wäre so gut gewesen, wenn die Treppe jetzt jede Stufe, die ich berühre, dann leuchtet. So Stairway to Heaven mäßig, das wäre noch richtig gut gewesen. What the fuck? So feiern die Watcher Halloween, wie es aussieht. Wow. Okay. Verwirrend ist das, würde ich mal sagen. Aber geil anzusehen. Wow. Okay, what the fuck? Das sind riesige Hände. Aha. Dann sollten wir diesen Schrein zerstören, habe ich recht? Wäre das cool? Naja, es wäre eigentlich nicht so cool, aber ich kann da rein, in den Schrein. Soll ich da rein in den Schrein, oder? Oder muss ich erst schreien, um in den Schrein reinzukommen? Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Ah ja. Das ergibt schon Sinn, dass es ein Schalter ist, natürlich. Oh ja, sieht aus, als könnten wir in den Schrein rein. Oh, Schrein, das ist ein scheiß Wort. Schrein rein. Unsichtbare Wand for the win. Okay, wir können weiter. Das erinnert mich ein bisschen an Shadows of Damned. Der Verkaufsbereich von Christopher, da war doch immer diese blauen Blumen am Boden. Für alle, die Shadows of the Damned noch nicht gespielt haben, tut es! Was für ein unglaublich gutes Spiel. Nur mal als Tipp von mir so. Macht er da ein Peace-Zeichen links? Ich weiß es auch nicht. Victory! Das ist wirklich verdammt... Holy fucking shit! Die Entwickler wissen es einfach mal, wie man Größe darstellt. Das ist so krass. Sieht aus, als wenn ihn ein Pferd wäre und da hochgaloppieren würde. Sieht echt strange aus dem Winkel. Wenn das mal nicht der Stairway to Heaven ist, verdammt noch. Bobola. Okay. So this is Ezekiel's giant pig. Warum haben die eigentlich alle Schweine und warum tragen die so komische Schamanenmasken? Okay. Gegen was bist du denn allergisch, mein Freund? Ach du heilige Scheiße. Okay. Scheinbar nicht gegen meine Schläge. Oh mein Gott, das ist verdammt schnell, dieses Schwein. Krass. Ah, jetzt geht's.
Au, oh, Mist. Okay. Ich sollte mal schauen, ob ich... Was habe ich denn hier? Blau, okay. Ich nehme jetzt mal den Arch. Das ist der Arch. Ja, das ist der Arch. Sagt mir dieses Zeichen über seinem Kopf. Wow, dieses Zeichen ist nicht existent. Ach du heilige Mutter Gottes. Das war ein krankes Stück Schwein. Das war ein Schwein. Hoppa, hoppa. Okay, krass. Ist schon wieder Gale-Zeit? Wow, fuck. Ich probiere mal den Gale aus. Wobei ich nicht so... Oh, nee, Gale ist eine schlechte... Okay, an seinem Rücken ist es ja super. Das habe ich nicht gesehen. Was war es denn beim Arch? Also Gale ist rot. Arch scheint nicht so schlecht zu sein gegen ihn. Wow! Ich habe noch die stylische Brille auf vom Gale. Ja, der Arch ist cool, den behalte ich erstmal. Oh, das ist mal ein nerviges, schnelles Schwein vor allem. Alter Schwede, ist das Ding schnell. Holy fuck. Oh, also wenn du da nicht im richtigen Timing hochspringst, dann hast du echt gelitten hier, muss man sagen. Jawohl, ein Teil der Panzerung ist weg. Und jetzt... Oh, fuck. Ich muss lernen, verdammt nochmal, ich muss lernen wegzuspringen, wenn dieses verdammte Vieh aufsteht. Aber die Versuchung, noch ein paar Mal draufzuschlagen, ist einfach viel zu groß. Boom, bulla, bulla, bulla. Ja, was denn? Wow. Sag mal, wieso rennst du nicht mehr dagegen? Bist du bescheuert geworden? Also, bist du klug geworden, meine ich jetzt. Hat sich dein Intellekt in irgendeiner Weise geändert seit dem letzten Treffen meines Arsch gegen deinen Kopf? Bist du dagegen gerannt? Ich hab's nicht gerafft. Verdammt, bin ich blöd. Apropos Intellekt. Intellekt. So, jetzt komm schon. Oh mein Gott, was war das denn? Das war cheap, war das. Du mit deinen Hufen. Deinen verdammten Hufen, jetzt aber. Komm, gib ihm. Jawoll. Oh yeah, oh yeah. Mm, das sieht gut aus. Und jetzt weg, 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 weg. Ja, okay, das war gut. Gute Action. Ja, die Kämpfe sind, wenn man das Pattern raus hat, doch manchmal sehr eintönig, muss man sagen. Also gerade so, weiß nicht, ich weiß jetzt eigentlich genau, wie ich was machen muss, ohne wirklich getroffen zu werden. Wenn man das mal raus hat, dann ist es alles eine Frage der Zeit. Dann kommt es aufs Durchhaltevermögen an. Nicht aus der Ruhe bringen lassen, konzentriert bleiben über eine längere Zeit. Das ist dann das Schwierigste eigentlich, ganz ehrlich. Nicht keine leichten Fehler zu machen. Oh, ansonsten, wenn man einmal drin ist, machbare Sache dann auf jeden Fall. Wie man hier sieht, nicht so schwierig. Oh, ich glaube, das hat aber auch dieses komische... Diese Flächenattacke, die er da gerade am Ende macht, manchmal. Okay, nein. Nein, 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 der lag nicht, definitiv. Ah, fuck! Wenn seine Hufen noch den Boden berühren, dann liegt er noch nicht. Merkt euch das. Hallo, hier bin ich. Ich sehe es zwar so komisch fotofiltermäßig, aber das ist, bin ich ja gewohnt im Spiel. Das ist eigentlich für ein spaciger Raum, in dem wir kämpfen. Irgendwie, der passt nicht so zu 100% zu dem Rest der Welt, würde ich jetzt mal spontan sagen. Vor allem, es würde einfach viel schneller gehen, wenn man mehr Schläge setzen dürfte. Hallo, hier Schweini, Schweini, Schweini. Oh, shit! Genau sowas meinte ich mit Leichtsinnsfehler. Einfach zu denken, dass man klüger ist als das Schwein. Was man wahrscheinlich auch ist, aber irgendwie dann doch nicht, wenn es zu sowas kommt. Wenn es ums Rammen geht, ist er sicherlich besser als Enoch. Möchte ich jetzt mal meinen. Ich rede nicht vom Rammeln, sondern vom Rammen. Weil wenn ich mir Enoch so angucke, könnte das Schwein auch im Rammeln besser sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
wenn ich ihm erklären muss, was ein Regenschirm ist. Ja, das. Jeder kann sich seine Meinung bilden. Und renn jetzt endlich gegen die Wand, du verdammtes Schwein. Jawohl. Nein, voll daneben gesprungen. Oh, jetzt wird es zum normalen Schwein. Wie. Was ist normale Schwein? Ja, jetzt ist es. Jetzt hat es nur noch diese komische Gesichtsmaske, wie diese letzten zwei Schweine, die gekämpft haben. Schon vor einer ganzen Weile da. Relativ am Anfang war das noch, glaube ich. Ebene Nummer 1, glaube ich, sogar noch oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Wir waren wieder zwei davon besiegt. Das heißt, das eine sollte hier kein Problem darstellen, glaube ich. Hui, einfach verschwinden. Du hast mich nie gesehen. Du siehst nur Federn. Man verliert eigentlich Federn. Was hat ein Plasmabogen eigentlich mal mit einem Vogel zu tun? Jetzt mal ernsthaft. Also so, ein Plasmabogen und ein Vogel sind jetzt irgendwie nicht die zwei Dinge, die ich nebeneinander in meinem Kopf einordnen würde. Nicht, dass ich Plasmabogen überhaupt wirklich irgendwo eingeordnet hätte. Ist halt da. Ist mal da. Ist ja wunderbar, wenn man sein Gehirn defragmentieren könnte. Geh doch bitte drauf, Herr Schwein. Oh, dankeschön. Mein Gott. Muss man hier um sein Essen kämpfen. Okay. Okay. Na super. Jetzt kann ich nicht mal wirklich springen oder laufen. Ich bleib einfach stehen. Super. Warum gibt's ja eigentlich keine Unterschiede? Ah, okay, danke. Manche Sachen sind irgendwie nicht übersetzt worden. Vielleicht zu belanglos für die Story. Ich kann auch bescheuert lachen. Machen wir einen Contest. Ich wette, ich kann dümmer lachen als du, glaub mir. Ja, Gott, es gibt wenige, die mich schlagen können. Diese Disziplin sollte olympisch werden. Bescheuert lachen. La 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 la. Dankeschön, oh mein Gott. Diese Szenen sind wirklich langweilig. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Diese. Also anfangs war es noch nett irgendwie, wenn man, so ein paar Mal, aber die kommen doch schon sehr oft, finde ich, diese. Ja, Story-Füller-Szenen irgendwie. Pass auf deine Füße auf. Warum? Überall Schlick. Sagt den Leuten, sie sollen ihre Golfschuhe anziehen. Ist ja gar kein Durchkommen mit diesem Schlick. Ich sehe überall Dinosaurier. Wo ist eigentlich Lucifer? Ich habe meinen Anwalt bei mir. Ah, fuck. Freies Mittagessen. Finale Weisheit. Oh Gott. Fear and Loathing Las Vegas. Das ist auch so ein Film, den man eigentlich gesehen haben. Bei dem meine Stimme immer wieder versagt. Den man gesehen haben sollte, ganz ehrlich. Super Film. Unglaublich random. Ich liebe diesen Film. Okay. Zurück in Kurushi Land sind wir wieder. Was aktivierst du, Baby? Okay. Ah ja, ich verstehe. Natürlich mache ich es mal einfach. Warum soll ich die weiter auseinanderlassen? Wäre ja blöd. Eigentlich, oder? Habe ich jetzt richtig gedacht? Ich glaube ja, das wäre blöd gewesen. Hallo? Du widerstehst beim Arsch. Beim Arsch. Meinem Arch. Verdammt nochmal. Dieses Wort kriegt mich jedes Mal. Du widerstehst meinem Arch nicht. Ja, so ist okay. Kriegt man gerade noch hin, glaube ich. Wow, shit. Kriegen wir nicht hin. Nicht mal mit der tollen Schattenautomatik. Oh yeah, das sieht besser aus. Müssen wir wenigstens nicht in die Höhe so springen. Ja, das ist okay. So sollte... Wow, shit. So sollte selbst ich einigermaßen rüberkommen. Jawoll. Awesome. Frag mich, wie auf diesem Beton diese komischen Eiskristalle wachsen können. Nein!
habe die Käsebällchen. Meine Käsebällchen! Outspit! Was? Hey. Ishtar. What? No. Ishtar had her on the ropes, but you couldn't finish her. Whee. Hallo, Anwalt. Lucifer, hallo, schau mal, was ich kann. Lucifer, guck doch mal. Ach man, Lucifer, du guckst gar nicht. Lucifer. Oh, man. Leute, ich würde sagen, mit dieser traurigen Gewissheit, dass Lucifer sich nicht für mich interessiert, darüber müssen wir nochmal sprechen, mein Freund, beenden wir diese Folge. Wir gucken, wie es mit diesem komischen Riesen-Plasma-Panel hinten weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Also, da sprechen wir jetzt drüber.